Liebe Freunde und Freundinnen von Schloss Kreisbach bei Wilhelmsburg und der Annakapelle, vor allem aber auch liebe Verehrer, Verehrerinnen der heiligen Anna und vor allem auch allen anderen, heute 26.07. alles Gute zum Namenstag. Bevor ich auf die heilige Anna eingehe, lassen Sie mich ein bisschen rückblicken auf den Kulturverein. Wir danken heute noch und dem Abt Matthäus, der vor nunmehr ungefähr 20 Jahren uns die Möglichkeit gab, das Baurecht zu erwerben über Schloss Kreisbach und der uns immer zur Seite stand, auch wenn es nicht nur um die Annakapelle ging, sondern auch um die Gestaltung, wo er immer auch mit dabei war, wenn wir unser Werk präsentieren konnten, hier bei der Gestaltung des Gartens, aber auch wenn wir den Stadel neu errichtet haben, so wie sein Nachfolger auch tut, der jetzige Abt Pius, der auch immer wieder bei Veranstaltungen präsent war und ist und uns hoffentlich genauso gewogen bleibt. Am Anfang stand Renovierung, Renovierung der Einfahrt, Renovierung der Annakapelle, Renovierung des Stadels und Setzung gastronomischer Einheiten, schwierige Unterfangen, die wir mit der Zeit durchführen konnten. Für die Annakapelle selbst erhielten wir im Jahr 2004 vom ORF Niederösterreich den Kulturpreis, weil es uns gelungen ist, großteils mit eigener Hände Arbeit unter fachkundiger Leitung die Sanierung der Annakapelle selbst zu tätigen. Wie wir auch dann später, 2006, den Stadt- und Dorferneuerungspreis des Landes Niederösterreichs für die darüber hinausgehenden Gestaltungen erhalten haben. Nun zur Annakapelle. Sie erstrahlt wieder in neuem Glanz, außen wie auch innen. Wir sehen vorne das Bild der heiligen Anna, links des Cyprianus. Wir sehen diese herrlichen Stuckdecken, die in mühevoller Kleinarbeit händisch wiederhergestellt wurde. Das Anna-Bild selbst wurde vom Bundesdenkmalamt restauriert. Und so konnten wir die letzten Jahre auch tatsächlich die Anna-Messe in einem sehr würdigen Rahmen feiern. Mit vielen Besuchern. Wir hatten bis zu 200 Besucher bei der Anna-Messe, die natürlich alle nicht in der Kapelle Platz gefunden haben, weswegen wir mit Ton auch nach draußen übertragen konnten. Heuer leider nicht, weil uns Corona in der Kapelle die Zahlen nicht erlaubt und wir auch nicht sicher sind mit den Abständen und mit den Masken, die zu tragen sind, sodass heuer leider die Messe entfällt. Und damit auch das Geschenk an unsere Anna, das Anna-Milchbrot, das wir jedes Mal den Namenstagskindern überreichen durften. Zu Anna selbst, hier in der Gestaltung der Anna, die Maria das Lesen, vor allem der Heiligen Schrift, lehrt. Anna war mit Joachim über 20 Jahre verheiratet, kinderlos. Das führte dazu, dass Joachim bei seinen Opfergaben, er war ein sehr frommer Mann, aus dem Tempel ausgeschlossen wurde, hinausgejagt wurde und seine Opfergaben nicht angenommen wurden. Er zog sich darauf aufs Land zurück und dort gebot ihm eine Erscheinung heimzukehren, denn Anna wird ein Kind bekommen. Und tatsächlich ist es Maria, das Kind, das sie empfängt. Der Heilige Geist mit seiner Kraft mitgewirkt, schwebt schon darüber, weil man sieht, dass der Heilige Geist derjenige ist, der letztlich auf Maria wirkt, um Jesus die menschliche Gestalt zu geben. Joachim selbst übergibt
aufgrund des Versprechens, das er getan hat, Maria dem Tempel und soll kurz darauf sterben. Nach der Legende und einigen Teilstellen in der Heiligen Schrift bzw. in den Apokryphen des Jakobus soll sie danach Kleophas und als dieser starb, Salomas geheiratet haben, mit denen sie zuerst mit Kleophas zwei Kinder hatte und mit Salamas vier Kinder hatte. Man spricht da von der heiligen Sippe, die hier abgebildet ist. Über Anna und Maria sieht man die drei Ehemänner, Joachim, Kleophas und Salamas, links von Maria Josef, rechts Anna und ganz rechts und links die beiden Töchter, die sich ergeben haben. Die Tochter Maria, die sie mit dem Kleophas hatte, die dann vier Kinder bekommen soll, das sehen wir rechts, nämlich Johannes und Jakobus den Älteren. Und auf der linken Seite sehen wir den Kleophas Alpheus. Den Kleophas Alpheus, mit dem soll sie letztlich vier Kinder gehabt haben, nämlich Jakobus den Jüngeren, Simon den Zeloten, Judas Thaddäus, drei Apostel, und außerdem noch Josef Barsabas. Wir sehen das dann nachher noch, weil das im Bild selber nicht so wirksam wird, eine kurze Tabelle, die Sie sich auch im Video stoppen können, um der Genealogie folgen zu können. Hier sieht man es genau, mit Joachim wird die Tochter Maria, Josef von Nazareth und Jesus von Nazareth als Enkelkind. Mit dem Kleophas oder dem Alpheus, dem zweiten Mann, auch eine Maria, die Maria des Kleophas, mit den vier Kindern und dem dritten Mann, dem Salamas, eben Johannes, den Evangelisten und Jakobus, den Älteren. Auf dem Bild sieht man auch, dass Elisabeth eine Cousine von Anna, von Maria war, weil die Esmeria eine Schwester der Anna war. Und diese Elisabeth gebar bekanntlich Johannes den Täufer. Aber zurück zu Anna, die wir als Mutter der Gott unbefleckten Empfängnis feiern dürfen. Hoffentlich für Sie heute im Herzen mit und in einer Messe in Ihrer Kirche, der wir uns auch für die nächsten Jahre wieder entgegensehnen und hoffen, Sie mit Ihnen nächstes Jahr wieder feiern zu können. Und die Kapelle bzw. die Anlage ist besuchbar. Auf jeden Fall bis in den Herbst hinein. Vergessen Sie nicht, der Anna die Ehre zu geben in unserem Schloss Kreisbach. Dort würde ich mich freuen, Sie auch wiederzusehen.